Wir feiern unser 10-jähriges Jubiläum in dieser Reihe Was tut sich im deutschen Film? Und da zeigen wir Ihnen, das wissen Sie, wir haben viele bekannte Gesichter hier auch im Publikum, immer einen aktuellen, herausragenden deutschen Kinofilm, den wir Ihnen mit einem anschließenden Werkstattgespräch präsentieren. Es begann alles 2005 im Mai und da hatte Deutschlands führende Fachzeitschrift, die EPD Film, Rudolf Worschig ist heute auch hier der Chefredakteur, zusammen mit Claudia Dillmann vom Deutschen Filminstitut, die Direktorin, die Idee, komm, wir müssen jetzt uns auch mal wirklich dem deutschen Film widmen. Denn seit der Jahrtausendwende, da ja, boomten die deutschen Filmfestivals, es gab auf der Berlinale inzwischen auch die Perspektive deutsches Kino. Und das ist wirklich etwas, was bemerkenswert ist, dass die Qualität auch gerade seit dieser Zeit im deutschen Film extrem zugenommen hat. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass wir eben hier die Möglichkeit haben, diese Reihe seitdem durchzuführen. Und ja, wie ging es los damals im Mai 2005? Der erste Gast dieser Reihe war Rosa von Praunheim und er war hier mit dem wunderbaren Titel Männer, Helden, Schwule, Nazis. Und es ist ein Grund mehr, warum wir uns heute freuen, dass wir mit Ulla Stöckel, die erste feministische Filmemacherin der Bundesrepublik, als Gast bei uns begrüßen dürfen. Das ist sowas wie der gerechte Gegenpol zu unserem Auftakt, in das zweite Jahrzehnt zu starten. Und zwar auch mit einem ganz wunderbaren Film, der auch perfekt zu diesen Anfängen von Was tut sich im deutschen Film passt. Denn wenige Monate nach Rosa von Praunheim war Marc Rotemund seinerzeit bei uns. Und er präsentierte Sophie Scholl die letzten Tage mit der wunderbaren Julia Jentsch in der Hauptrolle. Und genau der Weißen Rose werden wir uns eben heute auch entsprechend wieder widmen. Wir haben ganz viele tolle Filme hier gehabt in diesen letzten 10 Jahren. Ich will sie nicht alle Revue passieren lassen, aber zumindest ein paar Highlights nennen, weil es tatsächlich spannend ist, wer hier so alles war. Und das war ja meistens noch so um den Kinostart herum, wo man noch gar nicht wusste, wird dieser Film jetzt in irgendeiner Weise ein Erfolg. Manchmal war es auch wirklich ein Nachwuchsregisseur, von dem man den Namen jetzt noch nicht so auf dem Schirm hatte. Und ja, die waren dann hier in Frankfurt und die holen wir Ihnen auch die nächsten 10 Jahre hierher. Das versuchen wir zumindest. Ich sage mal ein paar Titel einfach. Netto, Robert Thalheim. Gespenster, Christian Petzold. Das Leben der Anderen, Florian Henkel von Donnersmarck. Und das noch weit bevor er den Oscar gewann. Das war so um die Zeit, als er den Bayerischen Filmpreis dafür bekam. Don't Come Knocking von Wim Wenders. Sommer vom Balkon, Andreas Dresen. Winterreise, Hans Steinbichler. Der Kick, Andres Feil. Dann von Chris Kraus, 4 Minuten. Hans Weingartner, Fri Reiner. Die Welle, Dennis Gansel, auch Tom Tykwer war hier und hat The International, zugegebenermaßen einen nicht unbedingt nur deutschen Film, aber ein deutscher Regisseur hat ihn gemacht, präsentiert. Hans-Christian Schmid, Sturm, Angela Schanelek, Orly, Jan Schomburg, Über uns das All, Matthias Glasner, Gnade, Caroline Link mit Exit Marrakesch, Dietrich Brüggemann, Kreuzweg und in der jüngeren Vergangenheit Jakob Lass, Love Stakes, Sönke Wortmann, Frau Müller muss weg und der letzte ganz große Name, der auch zeigt, dass die Bandbreite in dieser Reihe sehr breit gefächert ist. Auch Til Schweiger war hier mit Honig im Kopf. Und es ist genau das, was wir auch wollen, denn wir wollen mit Was tut sich im deutschen Film alles zeigen, was sich eben so tut. Und dass Sie wirklich alles sehen vom Dokumentarfilm, der einen hohen Anspruch hat, bis hin zu dem Mainstream-Film, der dann aber auch vielleicht über das Normale hinausgeht. Und das war bei Honig im Kopf zum Beispiel der Fall für uns. Was ganz toll ist, zu unserem Jubiläum haben wir diese ganzen tollen Interviews, die wir immer aufzeichnen, inzwischen auf einer neu gestalteten Homepage zusammengefasst. Die heißt Was tut sich im deutschen Film.de, jeweils mit Bindestrich dazwischen, zwischen jedem Wort. Und da können Sie diese ganzen Gespräche auch nochmal sich anschauen und anhören. Das lohnt sich wirklich sehr und da geht es richtig ins Detail, eben Werkstattgespräch, wie es bei Was tut sich immer ist. Wie immer wird dieses Gespräch heute auch von einer Autorin von EPD Film geführt und das ist Claudia Lensen heute. Wir freuen uns sehr, dass sie da ist, besonders weil sie nicht nur Autorin bei der EPD ist, sondern eben auch Herausgeberin eines ganz spannenden Buches, was vielleicht heute auch noch mal so ein bisschen thematisiert werden kann. Und zwar, wie haben Sie das gemacht, heißt das Buch, Aufzeichnungen zu Frauen und Film, erschienen im Schüren Verlag. Ich glaube, das ist eine perfekte Voraussetzung, um nachher dieses Gespräch zu führen. Ja, und jetzt unser Jubiläum. Begrüßen Sie unseren Jubiläumsgast, die Grande Dame des neuen deutschen Films, so kann man sie nennen, Ulla Stöckel. Es ist uns eine Ehre. Herzlich willkommen.
danke. Ja, nochmal hier vorne bei uns auf der Bühne. Und jetzt springen wir genau ins andere Ende Ihrer Karriere, vom Anfang an die Gegenwart. Ja. Und das ist ein Film, der natürlich jetzt nicht nur positiv Erinnerungen weckt, weil es natürlich, wie Sie zu dem Film gekommen sind, keine so schöne Geschichte eigentlich ist. Nein, sondern das war das Lebensthema von der Dokumentaristin Katrin Seibold, die Sie vielleicht kennen mit Filmen wie »Es ging die ganze Nacht, mein Kind«, »Zigeuner in Auschwitz«, oder der erste Teil von »Die widerständigen Zeugen der Weißen Rose«. Und sie hat auch viel fürs ZDF, für 31 Grad gearbeitet und hat sich im Prinzip immer damit beschäftigt, dass keine Wiedergutmachung an den Opfern des Faschismus oder Nazismus in Deutschland geleistet wurde. Das war ihr Lebensthema. Und als sie die Hinrichtung der Geschwister Scholl bearbeiten wollte, hat sie im Umfeld dazu über die Schwester von Willy Graf, der ja auch einer der Hingerichteten war damals, erfahren, dass es ganz viele andere Menschen, junge Menschen hauptsächlich gegeben hat, die sich auch an der Verbreitung der Flugblätter beteiligt haben. Und als sie im Juni 2012 gestorben ist, habe ich das übernommen, diesen zweiten Teil zu bearbeiten. Das heißt, ich hatte es mit 63 Stunden Interview, völlig unberührten Interviews zu tun. Und das Konglomerat daraus ist jetzt der Film, der auch Die Widerständigen heißt, aber also machen wir das weiter. Das ist ein wörtliches Zitat von einer der Zeitzeuginnen. Ja. Und da habe ich versucht, das Vermächtnis von Katrin Seibold irgendwie zu realisieren, und zwar indem sie sagt am Anfang des Films, die Filme, die ich mache, müssen gemacht werden. Denn wenn die Leute erstmal tot sind, dann erzählt niemand mehr ihre Geschichte. Und dann haben wir nur noch die Gestapo-Akten. Und das darf nicht sein. Ja? Also habe ich mich vollkommen auf die Interviews gestützt und konzentriert. Und entstanden ist ein ganz großartiger Film, den wir jetzt gleich sehen werden, der auch seine Premiere auf der diesjährigen Berlinale hatte. Uraufführung, ja. Ja, und dort wirklich sehr gefeiert worden ist. Ich hatte das Glück, dabei zu sein. Es war eine tolle Veranstaltung. Wir hoffen, dass wir da einigermaßen anknüpfen können. Ich sag mal, viel Vergnügen beim Film. Oder was sagt man vor diesem Film? Schauen Sie ihn sich an. Danke. Bis nachher. Dankeschön. Bitte begrüßen Sie Ulla Stöckel. Nochmal hier vorne bei uns. Und natürlich Claudia Lensen, die das Gespräch führen wird. Ulla, wir unterhalten uns über diesen deinen neuesten Film, und am Beginn dieses Films zeigst du das Bild von Katrin und es gibt diesen O-Ton, und du hast vor dieser Vorführung auch erklärt nochmal, dass das Thema Widerstand ein Lebensthema von Katrin Seibold war. Ich möchte dich jetzt zuerst fragen, wer war Katrin Seibold für dich? Welche Beziehung gab es für euch? Und was bedeutet ihr Lebensthema für dich? Also ich kannte Katrin Seibold seit Ende der 60er Jahre. Ich habe sie immer noch ganz lebhaft in Erinnerung bei einer Diskussion an der Hochschule für Gestaltung, wo sie mit Harun Faruqi war und irgendwie sehr feurig diskutierte. Und ich hatte eigentlich damals ein bisschen Angst vor ihr. Ja, weil sie war so bestimmt in ihren politischen Ansichten und das war was. Und dann hatte ich ja mit Edgar Reitz, Alf Brustelin und Nikos Pirakis das Goldene Ding
zu machen. Das war 1970. Und da suchten wir nach einer Königin Hypsiphile, die die heimkehrenden Männer umbringt, weil sie als Beute nur Frauen mitgebracht hatten aus dem Krieg. Und da fiel uns die Katrin ein. Und Katrin spielt in diesem Film Königin Hypsiphile. Katrin war natürlich bei den Dreharbeiten am Traunsee mit dabei und hat halt sehr stark mitbekommen, was da auch so zwischen den vier Filmemachern lief und überhaupt während der Dreharbeiten. Und wir wurden also sehr, sehr gute Freundinnen, weil ich bewunderte sie für ihre ganz klare politische Ambition, von der ich nicht wusste, ob ich sie habe, und die sie mir aber ein Leben lang bestätigte. Weil sie sagte, du sagst es nur anders und du hast andere Bilder und andere Geschichten. Aber im Prinzip sind wir für das Gleiche. Ja, das war meine Beziehung zu Katrin und ihre zu mir. Und wir haben uns auch sehr aufeinander immer verlassen können, ganz egal, wie lange wir nicht miteinander geredet hatten oder uns nicht gesehen hatten. Wir waren ja ganz oft jeweils die einzige Frau unter sehr vielen Männern in Gremien und in Diskussionen. Und wir hatten oft große Angst, beide jeweils, wie wird es laufen. Und da haben wir uns vorher besprochen und Strategien festgelegt. Und das hat sehr geholfen, weil das geht mir auch heute noch so, wenn ich vorher mit jemandem, dem ich vertraue, rückhaltlos meine Bedenken äußern kann, dann findet man auch Wege, wie man sich verhält oder wie man sich verhalten kann. Ja, und wie man seine Forderungen anders als jammernd darstellen kann. Und das ist ja sehr wichtig, ja. Dieses Projekt ist dir sozusagen begegnet in dem Moment, als Katrin schon nicht mehr lebte. Richtig. Vielleicht sollten wir, bevor wir über deine Arbeit sprechen hier, doch noch mal ein bisschen genauer schildern, in welchem Zeitraum sie mit wem gesprochen hat. Du hast vorhin gesagt, es gibt 63 Stunden aufgenommener Interviews. Hat sie da mehr Menschen interviewt? Und in welchen Jahrzehnten ist dieses Gesamtwerk, sind diese 63 Stunden eigentlich zusammengekommen? Na, seit Anfang 2000 bis 2005, vielleicht auch noch 6, das könnte ich jetzt nicht genau sagen. Wer jetzt nicht im Film drin ist, den sie interviewt hat, das war der Professor Deckwitz in Hamburg und das war die Frau von Karl Ludwig Schneider, die Nina Schneider und der Heinz Grosse. Alle anderen, die sie zum Thema hier interviewt hat, sind drin. Mhm. Ja? Und der Professor Deckwitz ist deswegen nicht drin, weil, ja, warum eigentlich nicht? Weil der mehr mit den Hamburger Verhältnissen zu tun hatte, die überhaupt Auskunft darüber geben, wie die Verhältnisse in Hamburg zu den Flugblattaktionen waren. Und also mehr auch über die Reformschulen und über die Kunstschulen im Allgemeinen und wie sich da was entwickelt. Ja. Wo die Erna Stahl, auch an der Lichtwarkschule unterrichtet hat. Das hat sie aber nur von 33 bis 36 oder so gemacht, dann ist sie nämlich von den Nazis versetzt worden und durfte da auch gar nicht mehr weiter unterrichten. Aber da war eben dieser Heinz Kucharski und da war auch Traute Lafrenz und da waren auch noch Leute, die Traute Lafrenz ganz am Ende irgendwie während der Flucht zitiert, ja, auf die wir nicht näher eingehen konnten, weil ich mich auch ganz streng nur an die Menschen gehalten habe, die im Film von Katrin befragt wurden. Ja.
hat Katrin von vornherein so klar Wert gelegt auf pure Interviews oder gibt es noch andere Aufnahmen? Also ich habe mir nur das Interviewmaterial angesehen, weil in ihrem Film Die widerständigen Zeugen der Weißen Rose geht sie ja auch auf Täter ein und auf Dokumente, die man im Bundesarchiv sehen kann und auf Bildmaterial dieser Art, also auf Archivmaterial. Darauf habe ich ganz bewusst verzichtet, weil ich fand, ich will bei den Interviews bleiben, weil ich die so spannend fand und so unwiederbringlich, dass ich ja diese Entscheidung also sehr bewusst gefällt habe. Ja. Denn wir kennen inzwischen ja auch die Aufnahmen von irgendwelchen Nazis oder ob wir da nun einen mehr oder weniger zu Gesicht bekommen, das war mir jetzt ganz unwichtig. Ich habe denen auch die Ehre gar nicht gegönnt. Ja? Gut. Jetzt könnte ich da einwenden, dass wir, die wir deutsches Fernsehen seit Jahren und Jahrzehnten sehen, auch diese bestimmte vom ZDF sehr geförderte dokumentarische Visualisierung kennen, wo also Zeitzeugen in so ein künstliches Studioambiente gesetzt werden. Dann wird da ein schöner Spotlicht an die Wand geworfen. Und diese Menschen erzählen von früher als Zeitzeugen. Und hier erkenne ich auch eine Konzentration auf die Persönlichkeiten, auf die Köpfe, die erzählen. Und dennoch sehe ich, dass die Interviews zum Teil in einem Labor aufgenommen wurden. Sie sind ja nicht alle bei den Zeitzeugen zu Hause aufgenommen worden. Kannst du uns ein bisschen was über die Umstände der Interviews noch erläutern? Eigentlich nur, dass die meist, also die Interviews, die wir hier sehen, die sind, so viel ich weiß, alle in München aufgenommen worden. Da ist Katrin nochmal in ein chemisches Labor gegangen und in einen Hörsaal der Uni. Richtig. Mhm. Ja. Traute Lafrenz sitzt in einem Hörsaal. Und der Wittenstein auch. Ja. Ja. Nicht? Ilse Ledin, das sieht so aus, als wäre es bei ihr zu Hause. Mhm. Marie Schulze, Jahn auch. Also das würde ich nicht wissen, das weiß ich nicht. Mhm. Ja? Ich habe es einfach so genommen, wie ich es gesehen habe. Mhm. Und dieses Zurückgehen an die Orte, sollte das auch... Also wie assoziativ waren die Interviews? Vielleicht kannst du ein bisschen mehr noch erzählen über diese 63 Stunden. Ja. Wie kam Katrin an den Kern der Sache heran? Wie hat sie die Gespräche geführt? Hat sie einfach erzählen lassen? Oder? Nein, sie hat sehr genau wissen wollen. Und es kam ihr zum Beispiel ungeheuer darauf an, herauszufinden, wie ging das praktisch vor sich, ganz genau. Wie sind Sie an das Flugblatt gekommen? Wer hat Ihnen das gegeben? Wie haben Sie das im Labor weitergegeben? Was passierte dann? Ja, und da hat sie gar nicht erlaubt, dass die in irgendeiner Weise abschweifen. Da hat sie sie immer wieder auf diesen Punkt zurückgeführt. Ja. Dasselbe galt für die Aussagen, ja, wie kamen denn die Leute, die an ihren Universitäten nicht mehr studieren durften, wegen halb Jude oder halb Arier, also seit ich diesen Film fertiggestellt habe, gehen mir diese Worte noch viel schwerer von den Lippen als vorher. Ja. Ja? Ja. Auch weil es da inzwischen wohl einen Historiker Streit, weiß ich nicht, aber eine Auseinandersetzung gibt, dass man in dem Sinne gar nicht von Juden sprechen kann, weil das ja eine Religion ist, und keine Rasse und gar nichts dieser Art. Und dass viele von diesen jungen Männern und Frauen ja schon längst einen anderen Glauben hatten. Aber wie irgendein Zwischentitel ja sagt, wer Nazi ist, wer Jude ist, bestimmen die Nazis. Ja. Ja? Ja. Ich stelle es mir sehr schwer vor, aus dieser Fülle an Material
eine Struktur zu entwickeln. Und wie bist du rangegangen? Wie hat sich das entwickelt? Wir erkennen hier, dass die Interviews so stark sind, dass die Geschichte sich durch dieses Puzzle von Erzählungen chronologisch ergibt. War das von vornherein der rote Faden oder welche Entscheidungen hast du getroffen? Ja, naja, also das Erste war mal, sich das Ganze wieder und wieder und wieder anzusehen. Ja? Und bei jedem Ansehen vielleicht, also mit Frank Müller, der ja auch schon Katrins ersten widerständigen Film geschnitten hat, schon zu sagen, also das wollen wir drin haben, möglicherweise, und das wollen wir drin haben. Also also die 63 Stunden sind im Laufe von 6 Monaten dann irgendwann mal auf 5 zusammengeschrumpft und dann auf 2,5. Und uns ging es da ganz stark darum, auch eine Timeline, also eine zeitliche Abfolge festzulegen, weil die größte Arbeit auch für mich ja die war, mich mit diesem Thema und seinen Hintergründen so bekannt zu machen, wie Katrin dafür nun 10 Jahre Zeit gehabt hatte, mindestens. Ja? Und es hieß aber, man muss so genau nachschauen und nachforschen, wann hat was stattgefunden. Weil es geht so durcheinander in der Zeit, es passiert so unendlich viel, dass man, wenn man sich das nicht wirklich klar macht und auf Karten setzt, kommt man durcheinander und dann versteht man nicht mehr, wovon die jetzt reden. Ja? Ja, eine klare Entscheidung, die du getroffen hast, vielleicht war es deine Entscheidung oder auch die von Katrin, dass du von dem letzten Flugblatt ausgegangen Ja. bist. Dass es handelt sich doch um das, Es geht um es das geht um Letzte. dieses eine, was immer wieder in Abschnitten auch zitiert wird. Richtig, weil danach gab es keins mehr. Das ist das letzte Flugblatt und das ist auch das Flugblatt, das die Geschwister Scholl und Christoph Probst in den Lichthof der Ja. Münchner Uni abgeworfen haben. Ja? Und für Zuschauer, die es jetzt nicht, die nicht so drin sind in diesem Stoff, ist ja zuerst mal die große Überraschung, welchen Verbreitungsgrad dieses letzte Flugblatt zwischen München und Hamburg und Berlin gefunden hat. Ne? Und im Südwesten und überhaupt, das Flugblatt ist ja dann bis über Schweden nach London gekommen und wurde ja dann von den Briten über Nazi-Deutschland wieder abgeworfen zu Tausenden. Ja, das ist ja für mich auch das Rätselhafte gewesen, dass man gar nicht wissen kann und nie wissen wird, wie viele Leute ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, um dieses Ding abzutippen und weiterzugeben und so weiter. Ja, weil das durfte ja keiner wissen. Also für mich, weiß nicht, wie es Ihnen geht, und an dieser Stelle möchte ich sagen natürlich, dass Sie gerne in unser Gespräch eingreifen können. Vielleicht geben Sie uns noch die Chance, zwei, drei Fragen auszutauschen, Fragen und Antworten, aber dann bitten wir darum, dass Sie sich vielleicht uns anschließen. Also ich fand es jetzt auch, weil du sprachst vorhin von dem sehr Konkreten, dass man die Arbeit mitbekommt. Man bekommt das Lebensrisiko, was mit dieser politischen Arbeit, mit diesem Widerstand verbunden war, mit, aber natürlich auch ganz praktisch die Last, die Verbreitung anzuschieben, dieses Abtippen, dieses mehrmalige Abtippen. Etwas, was wir heute uns überhaupt nicht mehr vorstellen können. Wir können uns ja auch nicht vorstellen, dass man nicht einfach protestiert, ja? Und denn ich sage das jetzt, weil meine Studenten mich oft sowas fragen, ja, wieso standen die nicht einfach an der Ecke und haben die, ja, weil sie dafür verhaftet wurden und unter Umständen zum Tode verurteilt werden konnten, Ja, ja, und ja auch ja, sind. ja. Aber vielleicht sollten wir an der Stelle mal kurz einhaken und auf deine Arbeit als Dozentin, Filmdozentin, Filmprofessorin in Orlando eingehen. Hast du den Film deinen Studenten und Studentinnen gezeigt und Noch nicht, sagt denn er ist ja erst seit
Februar fertig. Ja. Ich habe ihn anlässlich eines einer Kulturzentrumseröffnung im April in Orlando gezeigt und die Leute, die ihn gesehen haben, waren irgendwie sehr ergriffen, ja, weil sie sich das alles auch so nicht vorgestellt haben. Mhm. Ja, ja, wer weiß das schon. Mhm. Traute Lafrenz lebt in Amerika. Lebt in Amerika und zwar in North Carolina und war da ja auch lange Jahre als Ärztin tätig, ja. Mhm. Die hat inzwischen eine Kopie davon, aber ich habe noch nichts von ihr gehört und bin sehr gespannt, wie das geht. Ja. Lieselotte Dreifeld-Hein hat den Film in Berlin mit dem Publikum erlebt während der Uraufführung. Und ja, sie wollte aber ganz anonym bleiben, weil sie es sich in ihren hohen 90ern jetzt auch nicht mehr zumuten mag, von irgendjemandem gefragt zu werden, wie sie zu der Ansicht kommt, dass die Kommunisten nur Kommunisten geachtet haben. Ja? Das ist ihr nämlich mal passiert. Ja, und ja. Und das sind, und ich meine, man darf nicht vergessen, diese alten Damen und Herren, so sie noch am Leben sind, die machen das natürlich jedes Mal wieder neu durch, wenn sie das sehen. Ja. Hast du noch jemand persönlich kennenlernen können, außer Frau Dreifeld? Gesprochen habe ich mit Karin Friedrich, gesprochen habe ich mit der Frau von Jürgen Wittenstein, der auch in Amerika ist, der aber in einem Altenheim ist und ich weiß nicht so richtig, sehr prekär alles, ja. Es hat sich bewahrheitet, was Katrin sagt in dem Vorspann zu deinem Film. Es waren sozusagen die letzten Jahre, in denen man noch intensive Interviews führen konnte. Richtig, ja. Haben Sie Fragen vielleicht? Möchten Sie etwas... Nimm mir ein Zeichen und ich komme zu Ihnen. Genau. Obwohl die Frauen waren so ausgezeichnet von dem, was sie erlebt haben natürlich, hatte ich nicht den Eindruck, dass sie traumatisiert sind in dem Sinne, dass sie hoffnungslos sind oder so. Auch was die letzte, ich weiß nicht, wie sie heißt, gesagt hat, man soll seine Grenzen erkennen. Und in dem Sinne handeln, im Sinne der Gemeinschaft oder so, das ist also, sag nicht, ein gebrochener Mensch. Ich weiß nicht, wie haben Sie die Frauen erlebt? Ja, sind Sie traumatisiert noch oder was bedeutet das? Ach, wissen Sie, was versteht man schon unter Trauma? Die Sache ist ganz einfach die, ich war immer äußerst ergriffen und schockiert von der Tatsache, dass in Deutschland die Widerständler nach dem Krieg nichts erzählen konnten, weil sie nach wie vor die Verräter waren und die Remigranten auch nicht sehr geachtet waren, weil sie auch die Verräter waren. Also die Nazis sind ja nicht mit Kriegsende spurlos verschwunden aus diesem Land. Ja, und was ist schon ein Trauma? Ich meine, das ist jetzt auch für diese Frauen 50 Jahre her und ich weiß nicht, wie oft sie das immer wieder erleben. Und es gibt natürlich auch Aussagen von ihnen, dass sie erstens mal Trauma ablehnen, im weiteren Gespräch mit Katrin dann aber irgendwann sagen, ich bin noch jahrelang jede Nacht schreiend aufgewacht. Aber gut, verstehen Sie, ich meine, das ist die eine Sache. Die andere ist, wir haben uns über Fernsehen und amerikanische Filme, nichts gegen amerikanische Filme, wohlgemerkt, ja, so daran gewöhnt, dass man Gefühle sieht. Das heißt aber nicht, dass sie da sind, genauso wenig wie wenn ich nicht weine, das nicht heißt, dass ich nicht traumatisiert oder traurig bin. Es war mir sehr, sehr wichtig. War es denn so, dass aus den vorliegenden Stunden Interview zu ersehen war, dass Katrin sozusagen die Erste war, die Interesse gezeigt hat? Also
zeigte sich das am Material, dass es kann ja auch das andere möglich gewesen sein, dass die studentischen Widerständler in den letzten Jahrzehnten vielleicht doch die Gelegenheit hatten, ich weiß nicht, in Schulunterricht, im Geschichtsunterricht zu erzählen, was dieser studentische Widerstand war. Oder war Katrin die Erste, die sie konfrontiert hat mit dieser Katrin Geschichte? War nur die Erste, die mit einer Kamera kam. Die Literatur hat da schon viel früher angefangen, das aufzuarbeiten. Und vor allem war es ja wohl dem jüngsten Inhaftierten der Gestapo in Hamburg zu verdanken, dem Thorsten Müller, der irgendwann in den 60er Jahren angefangen hat, Rundbriefe an Menschen zu schicken, von denen er wusste, dass sie in Gestapohaft waren wegen der Flugblätter, um herauszufinden, ob die noch leben. Daraus hat sich ja ganz viel entwickelt. Ja? Und Inge Eicher-Scholl hat natürlich auch sehr viel gearbeitet an dem Nachlass über ihre hingerichteten Geschwister und deren Umfeld. Mhm. Also von daher ist das bekannt gewesen. Aber was man bei den Interviews sehr stark merkt, ist, dass die zum Teil schon so oft in Schulen und in öffentlichen Vorträgen über die Zeit geredet hatten, dass Katrin ganz viel Kraft aufbringen musste, diese Routine zu brechen, dass es persönlich wurde, dass sie zu diesen praktischen Sachen kam, wie ging das mit den Flugblättern, wie haben sie die in die Hand gekriegt, ja? Wie haben sie die verbreitet, was ist da passiert? Ja? Du hast den Namen Inge Eicher-Scholl erwähnt und vorhin war ja auch die Rede davon, dass du auf der Ulmer Hochschule für Gestaltung das Handwerk des Filmemachens gelernt hast. Und dort spielte sie ja auch eine bestimmte Rolle. Vielleicht kannst du diese Rolle erläutern, das wäre vielleicht eine gute Information. Und dann interessiert mich natürlich auch, ob dieses Thema in seinen Anfängen, also das Interesse der protestierenden Nachkriegsstudentengeneration am studentischen Widerstand, ob das irgendwo schon präsent war zu deiner Zeit an der Ulmer Hochschule? Also, Inge Eicher-Scholl hat über ihre Geschwister sehr früh geschrieben und hat dann von Amerika aus auch das Bauhaus wieder zurück nach Deutschland geholt, und zwar in Form der Hochschule für Gestaltung in Ulm. Ich kannte die Inge Eicher-Scholl und die Schule, auf die ich in Ulm ging, hieß auch entweder Hans und Sophie Scholl Gymnasium oder nur Geschwister Scholl Schule, das weiß ich gar nicht mehr. Aber der studentische Widerstand war nicht etwas, was damals für uns ein Thema war. Ich glaube, wir haben noch nicht mal richtig gewusst, wer die Scholls sind. Ja, weil uns hat viel, viel mehr der jetzige Widerstand interessiert. Wir wollten in unserer Jetztzeit Widerstand leisten gegen das, was wir da schlecht fanden. Und das war zunächst mal wirklich etwas, was ganz weit weg war, weil mich persönlich hat zum Beispiel viel mehr interessiert, was haben meine Eltern im Krieg gemacht? Wieso waren die nicht dagegen oder waren die dagegen? Ja, dass es da einen Widerstand gegeben haben könnte, das wusste man doch gar nicht. Also das war so weit weg. Und ich bin auch erst über Exilliteratur, die mich sehr interessiert hat, drauf gekommen, dass die gar nicht willkommen waren. Ich war entsetzt, als ich irgendwann während meiner Filmstudien gelernt habe, dass Marlene Dietrich in Berlin ausgebuht wurde, als sie nach dem Krieg dort wieder eintraf. Ja? Also uns ging es eigentlich damals viel mehr darum, wo sind die Nazis hin? Wo verstecken die sich? Und das war ja irgendwie auch 68, ja. Also der Widerstand während der Hitlerzeit,
Der war jemandem wie mir irgendwie gar nicht vorstellbar. Das war ja auch eben eine ganz wichtige Motivation von Katrin Seibold, diese Serie von Filmen zu beginnen. Sie hat ja über die Widerständigen genau aus dem Grunde einen Dokumentarfilm gemacht, weil sie sagte, das ist bislang zu wenig in Filmen aufgearbeitet worden. Was waren eigentlich die Gründe, warum sie, gut, sie wurde krank, aber gab es auch so politische oder Produktionsumstände, welche Gründe hinderten sie daran, selbst an dem Thema, also selbst einen Film zu Ende zu bringen? Also den zweiten Film zu Ende zu bringen. Den zweiten Film direkt nach den Dreharbeiten. Das Material lag ja ein paar Jahre bei ihr. Naja, es hat sich ja niemand darum gedrängt, ihr nun Geld zu geben, dass sie da weitermacht. Ja? Sie wollte ja auch noch viel mehr drehen. Also sie hätte auch sicherlich noch weiter geforscht über den Weg der Flugblätter. Wer da dran alles beteiligt war in London und meinetwegen in Amerika, das weiß ich nicht und ich habe mich da auf keine Spekulation eingelassen. Ja? Weil wir wussten ja auch nicht, wie Katrin letztendlich den Film zu Ende gebracht hätte. Ja? Was ihr noch dazu eingefallen wäre. Aber du sagst, sie wollte noch mehr Interviews führen. Sie wollte noch mehr Menschen auffinden, die damit verbunden waren. Also zum Beispiel ist ja die Schwester von Hans-Konrad Leipelt in Amerika gewesen und hat auch dort Medizin studiert. Und die hat einen Sohn, den hätte Katrin gerne getroffen. Und den hat sie auch noch kurz vor ihrem Tod aufgetan. Ja? Viel mehr weiß ich auch nicht. Ja? Das geht auch aus Notizen irgendwie nicht hervor. Aber da hatte sie wohl noch große Pläne. Auch zusammen mit Angela Buttin, die ihre zeitgeschichtliche Beraterin war und die dankenswerterweise auch mich beraten hat. Ja? Denn man kann sich ja gar nicht vorstellen, wie kompliziert und verstrickt alles ist, ja, um das genau zu kriegen. Deswegen haben wir dann ja auch, wie im Stummfilm, diese Zwischentitel mit Zusatzinformationen, die nicht gesagt werden von den einzelnen Interviewten. Ja, ja. Ja, ich gucke noch mal in die Runde. Ja, bitte. Erstmal vielen herzlichen Dank für diese Dokumentation. Ist ja wirklich sehr beeindruckend und auch ergreifend. Was ich spannend finde, ist trotz allem, dass alle relativ gefasst werden und auch das sehr nicht so, wie wir heute in unserer Art vielleicht Dinge sehr viel härter benennen würden, sehr zaghaft noch immer. Ja. Und auch immer wieder dieser Wechsel, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, so bestimmte Dinge einfach noch so zart auszudrücken und auch in diesen Ängsten noch immer drin verstrickt zu sein. Das fand ich total beeindruckend, das so nach dieser langen Zeit zu erleben. Und was mir eben gerade für ein Gedanke gekommen ist, weil Sie ja gesagt haben, Sie haben diesen Film in Amerika jetzt schon mal gezeigt. Möglicherweise kriegt das ja so eine eigene Dynamik und trifft ja dann vielleicht auch auf diesen Sohn. Und wer weiß, was sich da noch vielleicht entröseln könnte. Also ich wünschte es mir, dass da noch viel Bewegung kommt. Ach, das ist aber interessant, danke. Ja. Und Sie haben völlig recht, Ilse Ledin zum Beispiel und auch der Valentin Freise. Das war so schwierig, diese Aussagen so kongruent hintereinander zu kriegen, also zu schneiden, weil sie nie so kongruent sind. Denn die nehmen im nächsten Satz zurück. Es war ja alles gar nicht so schlimm. Es haben andere viel, viel, viel schlimmere Sachen durchgemacht. Ich bin ja mit dem Leben davon gekommen.
Ich bin ja gar nicht von der Schule geflogen, sagte Ilse Ledin. Ich konnte nicht weitermachen, weil das war ja gegen das Gesetz. Verstehen Sie, also das war auch etwas sehr Kompliziertes bei der Auswahl, dass man, bis man dazu kam, dass da mal etwas so hintereinander gesetzt werden kann, dass es einen Sinn ergibt, aber dennoch spürbar bleibt, dass die bis ans Lebensende natürlich unter Verfolgung leiden, unter Verfolgungsängsten. Ja, es wird auch nicht weggehen. Und der Sohn, der kriegt natürlich eine DVD geschickt, klar. Ja. Wir sind ja gewöhnt daran, wenn wir uns beschäftigen mit dem Nationalsozialismus, da geht es auch immer um das nationalsozialistische Frauenbild. Und nun gucken wir diesen Film an und lernen sehr mutige Frauen kennen, die zwischen Hamburg und München pendelten und die zu diesem Professor Wieland, von dem du vielleicht auch noch ein bisschen was erzählen könntest, hingegangen sind, um ein Studium fortzusetzen und zu Ende zu bringen. Ist das ein Bild, was sich sozusagen durch Katrins Recherchen ergibt, oder ist das historisch abgesichert, dass sehr viele Frauen, wir denken natürlich auch an Sophie Scholl, die ja sozusagen eine Ikone geworden ist, aber waren es tatsächlich viele Frauen oder ist es jetzt sozusagen ein Effekt der Montage, dass deren Arbeit, deren Widerstand besonders herausgehoben wird? Ich würde mal sagen, ganz vorsichtig, es sind eben die, die noch am Leben waren. Und es wären auch mehr Männer in dem Film, wenn die nicht schon lange tot gewesen wären. Ja? Hm. Ich meine, Hans Konrad Leipelt ist hingerichtet worden und der Gefährte im Schützengraben in Frankreich war der Karl Ludwig Schneider, der später ja Rektor an der Universität in Hamburg wird. Und der in den 68er Studentenunruhen erleben muss, dass man ihn mit Nazis vergleicht, weil er die Studenten nicht unterstützt hat. Ja, weil, ja, und das ist ein ganz schwieriges Thema, weil er vielleicht auch seine Zeit nicht mehr verstanden hat. Das, ja, wogegen wehren die sich denn jetzt, wo sie doch alles haben, scheinbar, ja? Das Frauenbild, ich denke, das waren schon starke Frauen, aber wie die Marie-Louise Schulze-Jahn ja auch sagt, ohne den Hans-Konrad Leipelt hätte ich doch keine Flugblätter abgeschrieben. Also da muss man ganz vorsichtig sein. Ich weiß nicht, wie viele Widerständlerinnen es von sich aus gegeben hat. Ich glaube, da ist es wieder sehr gut, wenn man zum Beispiel in eine der in eines der Museen in Hamburg geht, ich weiß jetzt im Moment den Namen nicht, aber wo ganz viele Frauenfotografien hängen von Frauen, die ganz bewusst und alleine Widerstand geleistet haben. Ja, also die hat es gegeben, die sind auch hingerichtet, die sind umgekommen, ja. Und ich denke halt, dass es wie immer ist, Menschen müssen ihre eigene Position im Leben für sich ausmachen, ehe sie in der Lage sind zu handeln. Ja, und ganz viele Männer wie Frauen wissen das ja bis heute nicht, wo sie stehen. Also dafür braucht man noch nicht mal die Nazis, ja. Vielleicht könntest du noch was sagen zu dieser Figur Professor Wieland, seine Rolle. Also das liest sich so, als wäre er eine große Integrationsfigur gewesen. Vielleicht sagst du noch was über ihn. Also der Professor Wieland war, wie im Film gesagt wird, Nobelpreisträger. Und er hatte einfach auch einen Standpunkt im Leben.
nachdem er sich verhalten hat. Das heißt, er hat eben alles getan, was in seiner Macht stand, um den jungen Chemikern, die in Hamburg oder Celle oder von wo sie herkamen, nicht weitermachen durften, ihrer jüdischen oder halbjüdischen Herkunft wegen. Ja? Und es gab an dem Chemischen Institut in München ja den sogenannten Ghetto-Saal, wo eben solche Leute studiert haben, aber dort liefen auch Uniformierte rum und dort liefen auch SS-Leute rum und natürlich war er unter Beobachtung und ich weiß es nicht, wie er es geschafft hat. Er war aber auch einfach eine sehr prominente, bekannte Figur, die in ganz Deutschland bekannt war, nicht nur in München. Also der hatte auch ein Wörtchen mitzureden am Chemischen Institut in Hamburg, das ja dann aber auch geschlossen war für eine Zeit lang, was auch mit einer der Gründe war, warum dann so jemand wie Hans-Konrad Leipelt exmatrikuliert war. Da war einfach das Institut auch zu, ja. Und wie das dann nachher weitergegangen wäre, weiß man nicht, aber der ging halt nach München. Ne? Und ich denke halt, dass Wieland so eine ganz wichtige Figur ist, der auch nicht alleine stand. Der hatte auch einen Assistenten, der hieß Hüttel. Und der war auch umgeben von Menschen, die auch gegen die Nazis waren. Also es ist ja immer wieder so, dass in jeder Diktatur auch in diesem dichten Netz Lücken sind. Und dass es halt immer wieder darauf ankommt, wie schaffe ich es, nicht gefasst zu werden. Und wie das im Einzelnen passiert ist, kann man nicht so sagen. Vielleicht wäre der auch in die Gestapo-Haft gekommen, wenn er wie Huber an dem letzten Flugblatt mitgearbeitet hätte und man ihm das hätte nachweisen können, ja? Ich weiß es nicht. Aber ich denke, dass es über den auch ganz viel Material gibt, ja? Jedenfalls auch diese moralische Kraft, die er hatte, dass er dort als Entlastungszeuge in Donauwörth auftauchte, ja? Sagen ja alle, dass der da war, war so wichtig. Ja? Und daran kann man sich, denke ich, auch ein großes Scheibchen abschneiden. Man muss nicht immer ganz große Handlungen vollbringen. Manchmal reicht es einfach, da zu sein. Ja? Und schon haben die anderen wieder mehr Kraft. Nicht alleine stehen. Haben Sie noch Fragen? Ja, da ist noch eine. Meine Frage ist, wie der Film zu Ende geht, das letzte Zitat. Ja. War es von vornherein klar, damit wollen wir den Film beenden? Oder gab es andere Momente, andere Aussagen, andere Botschaften, wo Sie gedacht haben, ach, da könnten wir auch den Film beenden? Oh, das ist jetzt eine sehr schwierige Frage, weil ans Ende denkt man erst mal ganz lange nicht. Weil, ja, wie geht es jetzt weiter? Irgendwann muss man aufhören. Und ich denke, für mich war irgendwann klar, dass nach der Hinrichtung von dem Hans-Konrad Leipelt irgendwie alles Weitere ein Epilog ist. Und als solchen Charakter lasse ich natürlich nochmal alle zu Wort kommen, nicht nur wie sie das Ende der Haft oder das Ende des Krieges erleben, sondern auch, was ist der nächste Schritt in die allernächste Zukunft. Und das hat sich irgendwie organisch ergeben. Irgendjemand hat uns mal gesagt, ihr müsst die Marie-Louise Jahn ans Ende stellen. Das haben wir dann versucht, einfach mal versucht. Und das haute überhaupt nicht hin. Ja? Weil ich denke, was ganz wichtig war, dass man am Ende auch was Tröstliches hat. Ja, dass es nicht so düster aufhört, wie die ganze Zeit eben war, sondern es ging ja weiter.
Das Leben geht weiter. Egal, was da auf der Strecke geblieben ist oder so. Ja. Ja. Ich habe noch mal eine Frage betreffend der Richter, die die Todesurteile gefällt haben. Was haben die nach dem Krieg gemacht? Haben die weiter Karriere gemacht? Also die Justiz hat ja lange diese Urteile aufrechterhalten. Es wurde noch bis in den 50er Jahren wurden ja Leute wegen Landesverrat noch angeklagt. Also mich würde interessieren, was ist mit den Richtern passiert? Also auch hier in dem konkreten Fall von diesem Hans. Was waren das für Richter und was haben die nach dem Krieg gemacht? Ja, da gibt es ja den wunderbaren Film von der Peggy Parnasse von Richtern und Sympathisanten, wenn Sie den kennen, wo ja irgendwie klar gemacht wird, dass die allermeisten weiter Karriere in der Bundesrepublik gemacht haben. Wer? Filbinger, ja. Ja. Und also ich weiß es im Einzelnen nicht, weil, wie gesagt, ich habe mich ganz auf die Widerständigen konzentriert und würde mich freuen, wenn jemand anderer einen Film über die Täter machen würde. Ja? Ich würde es nicht machen wollen, weil ich es so grausam finde, mich in deren Charaktere einzuarbeiten. Verstehen Sie, was ich meine? Also, ich könnte kein Mitleid mit denen haben, egal wie sie möglicherweise oder nicht ums Leben gekommen sind. Und die sind aber nicht ums Leben gekommen. Die meisten haben fette Pensionen zu verfuttern gehabt. Aber das ist, wie gesagt, nicht mein Thema. Das hätte Katrin Seibold vielleicht weiterverfolgt, ja. Das wäre sicher ein neuer Film, ne? Absolut. Ich hätte auch noch eine kleine Frage. Ist gerade ein guter Punkt mit Katrin Seibold. Sie waren ja anscheinend gut mit der Dame bekannt und für mich wäre jetzt einfach einmal interessant zu wissen, wie sie dann dazu kam, ihren Film fortzuführen. War das eine Herzenssache von Ihnen oder wurden Sie vielleicht auch von der Produktion weit ein Stück weit mit reingezogen? Und in dem vielleicht als Zusatzfrage, sehen Sie diesen Film als Ihren Film oder sehen Sie es als eine Kooperation mit Frau Seibold oder sagen Sie, Sie haben Ihre Arbeit fortgeführt, weil sie es nicht mehr konnte? Das wäre für mich einmal die interessante Sache. Ich habe Ihre Arbeit fortgeführt, weil sie tot war. Und wie es dazu kam, dass ich das tun konnte, hat damit zu tun, dass als ich zur Beerdigung nach München gefahren bin, ihr Bruder, der ja auch der Erbe war, und seine Tochter, die ich über Katrin auch sehr gut kannte, mich gefragt haben, ob ich das weitermachen will. Wo ich sofort Ja gesagt habe, ohne mir auch nur im geringsten Gedanken darüber zu machen, wie denn das bitte gehen soll. Ja, weil ich bin 9 Monate im Jahr in den USA und unterrichte da und es gab erstmal absolut keine Aussicht, ob die beantragten Fördermittel übertragbar sind, ob wir auch nur eine Puseratze haben, um den Film fertig zu machen. Das war alles offen. Und trotzdem habe ich mir halt vorgenommen, also was immer ich tun kann, dieser Film wird zu Ende gemacht. Und ich würde ihn natürlich nicht als meinen Film ansehen. Das sage ich ja auch da. Also ich meine, ich gebe das so weit ich kann klar und deutlich zum Ausdruck, es sind Katrins Interviews. Und das war die Hauptarbeit. Ja, aber ich habe der Sache mit Frank Müller zusammen eine Form verliehen. Und das ist meine Arbeit. Was vielleicht, wenn ich da gerade eine Zwischenfrage stellen darf, was vielleicht ganz gut passt an diesem Punkt.
Sie haben ja auch 20 Jahre dazwischen tatsächlich keinen Film mehr gemacht. Und diese Reihe heißt ja auch, was tut sich im deutschen Film? Mhm. Und wir hatten auch in etwa einem Jahr Bernhard Sinkel zum Beispiel hier, der zu einem ganz ähnlichen Zeitpunkt aufgehört hat oder aufhören musste. Können Sie uns noch ein bisschen was auch aus Ihrem eigenen Leben erzählen, wie es dazu kam, dass Sie dann wirklich, war das eine Entscheidung, keine Filme mehr zu machen? Oder was waren so die Hintergründe? Und könnten Sie sich theoretisch vorstellen, quasi jetzt in der heutigen Situation, wie Sie sie auch immer beurteilen, wieder einzusteigen? Naja, das ist ja alles immer eine Geldfrage zunächst mal. Ja, was ich mir vorstellen kann, ist, dass ich habe ja nie aufgehört, dann also mit allen möglichen Medien, die dann also oder Trägern, die dann aufgekommen sind, also erst Super 8 und dann mit Hi8 und dann mit Camcorder und so weiter zu filmen. Und ich habe ungefähr 180 Stunden Material liegen, die ich ganz furchtbar gerne irgendwann zu einem Film verarbeiten werde. Und ich werde das auch tun, aber das ist möglicherweise etwas für, wenn ich nicht mehr unterrichte. Ich weiß es nicht, weil bis jetzt habe ich nicht die Zeit gefunden, das nebenbei zu machen. Und da ich ja eine Vollblut-Filmemacherin bin, würde ich mal sagen, kann ich überhaupt keinen Film nebenbei machen. Da ist dann alles drin, ja. Du hast für die Arbeit an den Widerständigen 2 Pause gemacht mit der Universitätsarbeit, ne? Ich habe ein Sabbatical beantragt. Wie heißt das auf Deutsch? Das Gleiche. Ja, und habe es... Sabbatjahr. Und das hat mir die anderthalb Jahre finanziert, ja, die ich ich habe insgesamt 3 Jahre jetzt mit dem Film verbracht, aber seit letzten August unterrichte ich ja auch wieder und da war der Film ja auch nur insoweit abgeschlossen, als keine Schnittarbeiten mehr und also es waren jetzt nur noch technische Sachen zu machen, wo man mich nicht für brauchte. Ja. Aber ich meine, dass meine Generation und auch die von ein paar jüngeren Leuten nicht weiter Filme gemacht hat, das liegt einfach an der Fördersituation im Land. Und es liegt daran, dass mit Öffnung der Grenzen beziehungsweise mit dem Fall der Mauer ja auch ein ganzer Schwall von neuen Talenten ins Land kam, die zunächst mal auch für alle Institutionen interessanter waren als das, was vorhanden war bis jetzt. Ja? Also da war ein ganz großer Umbruch. Und ich glaube, keiner von uns hat freiwillig aufgehört oder gar den Entschluss gefasst, keine Filme mehr zu machen. Aber es ist doch erstaunlich, dass keine mehr gemacht wurden aus der Generation oder wenig. Ja? Ich habe nochmal eine Frage betreffend Filmförderung. Ist jetzt nicht die Gefahr mit diesem TTIP-Abkommen, dass solche Sachen wie Filmförderung dann völlig wegfallen, dass also nur noch eine reine kommerzielle Filmszenerie übrig bleibt? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wahrscheinlich ist es so, ja, aber... Ich meine, wir haben damals in den 60er Jahren ja auch geschafft, dass es dann auf einmal was Neues gab. Also ich würde ja nie denken, dass etwas bleibt, wie es ist, sondern es gibt immer die Chance der Veränderung. Und das habe ich zum Beispiel von Eugen Kogon und seinem wunderbaren Buch gelernt, wie der SS-Staat funktioniert. Ja, der hat da ein Vorwort, das ich mir auch ein bisschen zum Motto genommen habe, das da heißt, nichts dauert so lange, wie wir es fürchten. Leider dauert aber auch nichts so lange, wie wir es hoffen, ja, oder wünschen. Also man muss auf Veränderung setzen und dann die Chance wahrnehmen, wenn sie sich bietet. Wie müsste sich das System denn verändern, damit es vernünftiger ist? Aus Ihrer Sicht bestimmt auch ganz interessant zu hören, was Sie darüber denken. Naja, ich habe mir zum Beispiel gedacht, wenn wir in den 60er Jahren, als das Kuratorium Junger Deutscher Film entstand, wenn wir da nicht nur an Produktionsförderung gedacht hätten, sondern auch an Verleihförderung,
und dann vielleicht etwas geschaffen worden wäre, das da heißt, Filme, die von dieser Institution A gefördert, B verliehen werden, stehen auch unter einem ganz bestimmten Logo und sind für den Zuschauer erkennbar Produkte, die man sehen muss. Ja? Ja, vielleicht passiert das ja heute. Dem steht ja nichts im Weg. Also ich glaube, man muss nur weiter denken, wie es sein könnte. Man darf da nicht verzweifeln. Darauf will ich nur kurz sagen, dass dem natürlich die geringen Mittel im Wege stehen. Also dass sozusagen die Bedeutung zum Beispiel des Quadrums eben nicht mehr die gleiche sein kann, wo das Budget letztlich so marginalisiert worden ist. Ja. Innerhalb dieser 50 Jahre. Okay. Weil ansonsten bin ich ja total auf Ihrer Seite und genau das. Ich habe keine Kritik geübt. Nein. Ich habe einen Vorschlag für die Zukunft gemacht und würde auch sagen, da wir uns alles von den Amis abgucken, gut wie schlecht, könnten wir ja auch vielleicht mal dran denken, dass es sehr reiche Leute in der Bundesrepublik gibt, die vielleicht wie die Blombergs in Amerika die Met finanzieren oder mitfinanzieren. Vielleicht kann man ja auch heute wieder reiche Deutsche dafür interessieren, dass sie was für die Kultur tun. Ich meine, in den 60er Jahren haben wir diese Aufgabe dem Staat überlassen, weil wir sagten, die haben eine Verpflichtung. Ja, und sie haben sie ja dann im Moment erstmal auch, wenn mit kleinen Mitteln, aber angenommen. Ne? Dieser Bruch, von dem Urs Spörri sprach, 20 Jahre hast du als Dozentin gearbeitet und als Kuratorin und Festivalleitung oder Festivalbegleitung gemacht? Ja? Nein, ich war in den Auswahljurys und habe anschließend während der Festivals moderiert. Ja. Programmarbeit hast du gemacht. Ja. In dieser Zeit ist ja auch ein enormer technischer Wandel passiert. Du hast, nehme ich jetzt mal an oder unterstelle ich, hier mit diesem Material sozusagen an einem an digitalen Schneidegerät gearbeitet. Und das ist ja sozusagen der Standard heute, State of the Art heute. Würdest du sagen, jetzt nach dieser Erfahrung, dass das für dich, also dass es die Arbeit erleichtert? Und wäre das eine Möglichkeit, dass das System also offener wird, mehr Leute gute Filme machen können, weil es einfacher ist, digital Filme zu schneiden? Einfacher ist es überhaupt nicht. Ich denke, es ist einfach nur billiger. Also Produktionsmittel kann sich heute mehr oder weniger jeder leisten. Was er damit im Einzelnen dann macht, hat wieder mit der Begabung und dem Talent und dem Fleiß zu tun und den Themen, die jemand hat. Ja? Ich selber werde immer irgendjemanden brauchen, der die Knöpfe drückt, weil ich kann Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre hinter jemandem am Schneidetisch sitzen und mir ansehen und hören, was da passiert und dann Entscheidungen treffen. Aber ich glaube, ich würde mich hoffnungslos im Material verfranzen, verlieren. Nee. Das ist, also ich denke, man darf bei aller rundum Ausbildung im Film nicht vergessen, dass es dann aber doch auch wieder Spezialisierungen gibt auf etwas, was man besonders gut kann oder besonders nicht kann. Ja? Also da bin ich dann wieder ganz Traute Lafrenz, die sagt, man muss erkennen, wozu man in der Lage ist. Ja? Und ja, man soll von allem eine Ahnung haben, aber man muss nicht alles selber machen wollen. Ja? Wenn Sie nicht noch Fragen haben, ist das vielleicht ein guter Zeitpunkt, unser schönes Gespräch jetzt zu einem Ende zu bringen. Ula, ich danke dir sehr. Ich danke dir sehr und ich danke Ihnen sehr. Ich wünsche dem Film natürlich viel Publikum. Sagen Sie es bitte weiter, ja? Und kommen Sie gut nach Hause. Genau, ganz herzlichen Dank nochmal. Ulla Stöckel okay. Und Claudia Lenzen für das Gespräch. Dankeschön.
Ich möchte Sie auch gerne darauf hinweisen, wie es weitergeht, denn wir haben noch einen weiteren Gast im Rahmen dieser Reihe 50 Jahre Kuratorium. Übermorgen wird eine ganz spannende junge Filmemacherin bei uns sein, Michaela Kesele, mit ihrem Film My Beautiful Country, die Brücke am Ibar, über den Kosovo-Krieg. Das ist ein ganz, ganz spannendes Drama mit Michel Maticevic, und sie wird eben auch ein bisschen über die Zukunft des Kuratoriums mit uns sprechen, denn sie hat auch ihr nächstes Projekt dort gefördert. Und das nächste, was tut sich im deutschen Film, da sind wir auch ganz stolz drauf. Am 24. Juni kommt Dominik Graf zu uns und holt nach, was er im Februar aus gesundheitlichen Gründen nicht tun konnte, nämlich er wird über die geliebten Schwestern bei uns sprechen. Und ja, merken Sie sich den Termin unbedingt vor. Guten Nachhauseweg wünsche ich. Bis dann.